Das nenne ich gesundes Selbstvertrauen. Oder krankhaft. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen, ob das gesund oder krankhaft ist. Ihr riskiert selbst das Ziel der fürchterlichen Rache, einer Hexe zu werden. Das war hoffentlich ein Scherz. Nun ja, ihr könnt ebenso gut einen Blick darauf werfen. Wer weiß, womöglich findet ihr gar etwas. Die Depot-Residenz befindet sich direkt hinter dem Stadtplatz. Fragt dort jemanden, sie werden euch in die richtige Richtung schicken. Danke, Inquisitor Flamberg. Werter Herr Blaurock? Ich nehme an, unsere Schlachten im Gerichtssaal sind alles andere als vorüber. Wir sehen uns also im Gericht. Bis dann, Inquisitor. Joey. Blöp. Oh. Wuff, wuff. Nee. Oh, oh. Maya, kannst du diesen Köter von mir ablenken? Ich hab die Schnauze voll. Oh, wie schade. Ich hatte gehofft, dass er dich nochmal als blauen Kauknochen missbraucht. Du kannst bei mir gleich was... Oder nein, hat da jemand was von Missbrauchen gesagt? Und von einem Kauknochen? Aber blau sollte er lieber nicht sein. Ah, apropos, Phoenix hat doch gesagt, er hat die Schnauze voll. Der Hund auch gleich wieder. Ja. Okay, hat Flambi noch was zu sagen? Die D-D-D-D-D wurde bereits untersucht, ihr lediglich bla bla bla. Okay. Nachdem wir hier offensichtlich schon mal waren, scheint hier auch nichts weiter zu sein. Nö, warum sollte hier noch, also denn, nö. Gehen wir doch zur Victoire-Residenz. Ne, Moment, hä, wir sollen das betreten? Nein, du kannst das jetzt betreten, so, wenn du möchtest. Ich will aber nicht. Gemeinheit. Ich will nicht. Ja, ist auf dem Weg jetzt eigentlich noch irgendwas oder sollen wir gleich dahin und nicht über los? Naja, ich will wenigstens mal, gucken, ob hier irgendwo noch was. Na gut. Hier ist bestimmt irgendwo jemand oder irgendwas. Nein, okay, dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. Aber ich würde dann halt immer sagen, dass wir, weiß ich nicht, den direkten Weg gehen und nicht noch irgendwo anders entlang. Weil ich nicht glaube, dass die abseits des direkten Weges noch, ist. Na okay, oder gehe ich hier noch? Ja, komm, jetzt machen wir die anderen zwei auch noch. Die anderen zwei von, achso, ich hätte den unteren jetzt weggelassen, weil das ist... Oh. Das Kind. Boah. Greta. Was ist denn los? Hast du dich verlaufen oder so? Natürlich nicht. Wieso sollte ich? Hör mir doch mal zu. Habt ihr zwei einen kleinen Jungen in meinem Alter gesehen? Ich hätte nämlich gern einen Freund. Nee, haben wir nicht. Was ist denn passiert? Wurdet ihr getrennt? Nö, wir wurden doch nicht getrennt. Er ist einfach alleine weggerannt. Oh, verstehe. Naja, wir werden... Wenn wir ihn sehen, bringen wir ihn dir zurück. Genau. Er macht sich wahrscheinlich auch ein bisschen Sorgen. Wer hat behauptet, dass ich mir Sorgen mache? Naja, wisst ihr, Hänschen ist so eine jämmerliche Heulsuse. Wahrscheinlich weint er sich gerade irgendwo die Augen aus. Der Schwächling kann echt nichts ohne mich machen. Wenn er krank ist, kann er nicht mal alleine Medizin holen. Also, kapiert. Es ist doch normal, dass du dir Sorgen machst. Er heißt also Hänschen. Keine Sorge, wir machen das schon. Wenn wir so eine Heulsuse sehen, sagen wir dir Bescheid. Sie ist auf jeden Fall sehr einfühlsam. Suchen wir ihn? Ich würde ihn gerne, ja, ich würde gerne wissen, wo er ist. Vielleicht ist er, vielleicht geht, findet man ihn, kann man ihn auch gar nicht finden, ne? Wir können ja wenigstens mal, ja. Aber wir schauen, ja. Oh! Das ist er! Der war gut. Oh, Tante Tratsch, die ist neu, oder? Habt ihr Leute Interesse an einem Gerücht? Ja, an einem Gerücht aus Rüben. Hä? Na
ein Gerücht? Was denn für ein Gerücht? Ein Rübengerücht. Das junge Dame ist eine dumme Frage. Das Kriegsgerücht. Es ist nicht an mir, es auszusuchen, ihr beiden Leute müsst es erraten. Wir müssen es erraten? Ihr meint, wenn wir ein paar Ja- oder Nein-Fragen herunterrasseln, beantwortet ihr sie? Könntet ihr uns vielleicht etwas über den Alchemisten sagen? In Ordnung, aber kein Grund zur Eile. Wir wollen zuerst sehen, welches Gemüse ihr Leute bekommt. Sehen? Welches Gemüse wir bekommen? Was meint ihr denn damit? Ihr seht euch das mal an. Eins und zwei. Eins, zwei. Sie kann ja ganz schön ihr Gemüse wackeln lassen. Welches Gemüse mag heute auf dem Speiseplan stehen? Das wäre? Ein Kürbis. Ein winzig kleiner Kürbis. Dieses Kerlchen ist klein, selbst für einen winzigen Kürbis. Ah, stimmt. Nun, was diesen Alchemisten betrifft, er war ein außergewöhnlich stattlicher Herr. Und sein Lächeln, das wirkte bei allen Frauen geradezu Wunder. Besser als jede Arznei, sagt man. Hat auch bei mir prima geholfen. Dieses Lächeln hat meinen niedrigen Blutdruck jedes Mal ansteigen Oh, ist das alles? Nun, das war ein sehr kleiner Kürbis. Das war's für heute, fürchte ich. Ihr meint also, das Heilmittel des Alchemisten hat nicht gut gewirkt? Die Plural? Die Plural. Wie heißt eigentlich der Plural von Plural? Pluräle. Oder von Singular? Singulare. Das glaube ich dir noch eher als Pluräle. Die Plurale von... Gibt's das? Hat das Wort Plural einen Plural? Sicher. Meine ja. Güte. Jetzt habe ich Plurak geschrieben und der stand für Plurak. Plurak. Ein Plurak mit mehreren Köpfen. Ein Plural. Duden. Der Duden sagt. Der Duden sagt veraltet. Pluralis. Mit IS am Ende. Mit dem IS am Ende, oh, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Jetzt sagt man Plurale, tatsächlich. Okay. Und dann wahrscheinlich auch Singular. Jetzt schaue ich bei Singular noch. Singularis? Singular von Plural. Ach, nicht Singular von Plural. andersrum. Singular von Plural. Singular. Ja. Ich glaube, so meinte sie das nicht ganz. Singulare. Ich mache hier. Ah. Singulare, ja, ja. Singularitäten. So, ja, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass Hänschen hier sein wird, aber gucken wir mal. Nein, aber da ist... Auch kein Rätsel. Aber das ist... Weißt du, wer das ist? Das ist der Mario! Wie wurde der denn nochmal gesprochen? Pass auf! Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, der hatte irgendwas Besonderes, glaube ich. Aber... Ach, ihr zwei seid es. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Oder warst du der? War ich der? Ist schon so lange her. Ich kann es mir nicht mehr genau vorstellen. Aber ich finde, so klänge er richtig toll. Du solltest das machen. Ich werde es versuchen. Na, das ist schön. Und an jedem Satzende ein kleines Hauchen sprechen. Tolle Idee. Ja, das machen wir so. Das ist mein Telefon. Das ist mein... Der war gut. Okay, dann mache ich mal weiter erstmal. Oh, hallo. Wolltet ihr mit uns sprechen? Wie könnt ihr es wagen, überhaupt zu fragen? Da ihr den Hexenprozess dermaßen auf den Kopf gestellt habt, befinden wir uns nun in allen schönen Schwierigkeiten.
In der Geschichte wurde nie zuvor eine Angeklagte für unschuldig befunden. Was meint ihr denn damit? Unschuldige anzuklagen ist ja wohl ein größeres Problem, als euren heißgeliebten Prozess auf den Kopf zu stellen. Was wollt ihr damit sagen? Jene junge Dame wird verdächtigt, die große Hexe Arcana zu sein, Vegana zu sein. Sie zu vertreten, provoziert geradezu den Verdacht auf Komplizenschaft. Das sind falsche Verdächtigungen. Genau! Es gibt nicht mal den Hauch eines Beweises gegen Sophie, doch meinen Hauch. Was ihr auch sagt, sie kommt als Täterin am wahrscheinlichsten in Frage. Wie dem auch sei, wenn ich zu lange mit euch spreche, mache ich mich auch noch verdächtig. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn ihr von nun an Abstand halten könntet. Boah, da wird mir schwummrig, wenn ich so rede. Aber du hast uns doch angesprochen. Okay, damit habe ich Mark seinen Einsatz weggenommen. Tja, schade. Okay, gehen wir mal schnell hier rein, aber ich glaube nicht, dass hier ein Grenzel-Hänschen ist. Okay, hier, der ist noch. Und der hat sogar ein Rätsel. Oh, hätte ich jetzt ja nicht vermutet, aber gut. Oh, das macht mich so wütend. Was ist denn los? Es geht um meinen Nachbarn. Er hat eine wirklich lästige Angewohnheit. Eine lästige Angewohnheit? Er trampelt unheimlich gern in seiner Wohnung umher. Dank ihm sind jetzt alle Bücher in meinem Haus völlig durcheinander. Ganz davon zu schweigen, dass ich nicht schlafen kann. Das klingt nach einem ernsten Problem. Und könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie laut das ist? Naja, also, nicht ganz. Das dachte ich mir. Ich wusste, ihr könnt es nicht. Lasst es mich kurz für euch wiedergeben. Oh, Mark ist gerade ganz weg. Ich frag mich, wieso. Es wird euch wahrlich verblüffen. Okay, dann mache ich noch das Rätsel zu Ende und dann ist auch gut erstmal für die Aufnahme. Fliesenleger, oh. Zum großen Ärger des Hausbesitzers sind die Bodenbretter im Haus komplett durcheinander geraten. Er hat beschlossen, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Oder in diesem Fall eher in die Füße. Ach du meine Güte. Bei jedem Sprung auf die Bretter drehen sich alle umliegenden Bretter um, solange keine Trennwände dazwischen sind. Aha. Stampfe los und drehe die Bretter um. Okay. Berühre die Pfeile auf dem Touchscreen, um den Besitzer in diese Richtung springen zu lassen. Okay. Die Platten drehen sich nicht um, wenn sie durch eine Wand vom Besitzer getrennt sind. Okay, kein Problem. Das hieße, dass ich erstmal dahin will. Dann eventuell dahin. Ah, okay. Ah, ja, genau. So ist ja bisher richtig. Oh, das war ja. Das ist ja einfach. Bumm. Fertig. Zu leicht. Euer Ehren, in diesem Rätsel steckt ein eindeutiger Widerspruch. Man muss eben über den Tellerrand schauen. Phänomenal. Die Bodenbretter sehen fantastisch aus. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Was haltet ihr davon? War das Gestampfe nicht lächerlich? Ich habe langsam wirklich genug. Warum packst du dann nicht einfach deine Sachen und ziehst aus? Mich ausziehen? Mich ausziehen? Hey, das ist eine gute Idee. Ich bleibe stattdessen hier in der Bibliothek. Nackt. Ich könnte Fräulein Büchner eine größere Hilfe sein und wäre von all diesen Büchern umgeben.
Das ist die allerbeste Idee überhaupt. Und ich wäre Nein, Roman, es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen, dass du heimgehst. Oh. Naja, Maya, lass uns so tun, als sei nichts gewesen und selbst verschwinden. Im Leben läuft nicht immer alles so, wie wir es gern hätten, was? Ja, das hat sie, glaube ich, in dieser Aufnahme schon mal gesagt. Okay, damit würde ich dann diese Aufnahme auch beenden. Wie gesagt, mein Mitkommentator hat sich ja schon verzogen. Würde mich natürlich interessieren, was es denn dann damit auf sich hatte. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. So, und damit zugeklappt, eingepackt und bye bye.